Zwischensequenzen, beziehungsweise in den Kämpfen immer so leise bin. In Zwischensequenzen ist ja klar. Aber wenn ich dazwischen labere, dann könnte es Probleme mit der Abmischung geben vom Sound meiner Stimmaufnahme und vom Sound des Spieles. Und außerdem muss ich mich manchmal konzentrieren bei Kämpfen. Deswegen hasse ich das mal lieber mit dem Labern. Ja, dann schmeiß den mal rein. Wie willst du da oben hinkommen, um den da reinzustecken? Zu klettern? Na dann viel Spaß. Achso, der schwebt. Ja, was auch sonst. Einer geschafft, fehlen noch zwei. Und jetzt bricht es auf einmal zusammen. Ja, ist klar. Ist schon klar. Hab nichts anderes erwartet. Hoppidi! Jetzt ist nur ein Lichter. Muss ich auch durch, Bob? Nee, hier muss ich alleine durch. Hätte fast niesen müssen. Abkommt. Ich war nicht so weg. Ich habe auf jeden Fall eine geile Idee, was man noch machen könnte. In Darksiders 3 und 4. Und die Teile wird es auf jeden Fall geben. Hallo. Ja, ich hier. Man könnte so einen Almanach einführen. Wie bei Plants vs. Zombies, wo alle Gegnerarten aufgelistet sind. Und vielleicht, was ihre Stärken und Schwächen sind, ein paar Randinformationen. Wäre auf jeden Fall echt cool. Könnte man einführen. Du hast mich? Ich will gar nicht, dass du mich hast. Ich will hier erstmal eine Runde schwimmen. Blub, 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 blub. Ach, da geht's gar nicht runter. Naja, toll. Geht's hier irgendwo lang? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Fischgeschwindigkeit! Und Fischgeschwindigkeit! Fischgeschwindigkeit! Flup, flup, flup. Geht's hier runter? Nein, auch nicht. Fischgeschwindigkeit! Geht's auch nicht runter? Fischgeschwindigkeit! Und Fischgeschwindigkeit! Hier geht's dann vorne da. Das ist mein Fazit. Ja. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Wuhu! Du springst wie ein Mädchen. Schnauze! Ich springe nicht wie ein Mädchen. Das ist außerdem diskriminierend, du Arsch. Das würde ja heißen, Mädchen springen wie Mädchen. Ja, einfach. Komm du mir nach Hause, mein Freund. Ne, dann gibt's von Kopf. Wenn er sich gewaschen hat. So. Patsch. Ich kriege auch wieder zusammengebaut. Mein Klinger. So. Ja, schön, aber das brauche ich jetzt hier im Moment noch nicht. Gibt's hier noch was? Nee. Ach nee, die Stelle war auch scheiße. Allgemein, der Tempel, an den Tempel habe ich viele schlechte Erinnerungen. Okay, ist eine Timing-Frage. Runter, 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 runter. So vielleicht? Ja. 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 Okay. Not so easy. Am besten beim zweiten oder dritten Riss in der Mauer war es, glaube ich. Dann denn am besten überjumpen. Also hochklettern, meine ich. Ihr wisst, was ich meine.
Gibt hier irgendwas? Hier gibt nichts. Ach, das ist der Programmlachermacher. Nee. Da ist ein Hebel. Zack. Was passiert? Ist klar, ich muss den anstrengenden Weg gehen und der Dicke läuft einfach über die Brücken, die ich ihm freundlicherweise zur Verfügung stelle. Bin ich nicht nett? So, wo geht es hier lang? Ach, hier da oben bleiben können. Müssen. Vielleicht. Ach, fuck you. Nee, ach Quatsch. Bin ich gar nicht. Das war ja der Rückweg. So, ich kletter hier nochmal hoch. Steh mir doch nicht im Weg, Dicker. Und dann gehe ich nach. Ah ne. Ja, gut, ne? Aber nicht verzagen. Plan haben. Den habe ich nämlich auch. Und zwar nehme ich den Dicken hier mit. Den Kolossus. Bitte raus. Und losfahren. Supi, supi, supi. Muss mal gucken, was da hinten ist. Ja, ja, du musst ja schon ein bisschen weiter, ne? Mein Gott. Dachte ich mir. Ich hatte nämlich irgendwas grünes leuchten sehen. Und die Sherby hat sich nämlich durch das. Durch die Kiste oder was das war. Durch das Fass durchgeschimmert. Und da habe ich mir nämlich gedacht, da könnte eine Scherbe drin sein. War eine Scherbe drin. Habe ich gut gedacht. So. Guck mal, ich bin immer noch größer zu. Aha. Können wir das Verderben mal ein bisschen zurecht stutzen? Komm mir weg da. Was machst du da, Reiter? Mach das Verderben kaputt. Du hast nur gedacht. Pam! Zerstörung macht Spaß. Oh, da ist der nächste Stein. Oh, ja, ist hier gut. Ach, ihr bekämpft euch gegenseitig. Ja, dann mach mal. Nee, nee, nach hier. Ich bleibe hier. Du gehst weiter. Ich geh weiter. Lauf weiter, Retter. Ich ruhe mich etwas aus. Jetzt darf die ganze Zeit von mir eine geflankt. Abhauen hier. Haust du ab. Alles gut. Bleib hinter mir. Ich kümmere mich darum. Na komm, ne? Brauchst du nicht. Ich müsste erstmal hochklettern. Deine Aufgabe. Ja, ich weiß, dass es meine Aufgabe ist. Wow, extrem stylisch, Alter. Düster da erstmal voll mit dem Power runter. So, hier ist nichts. Was man sich unter den Nagel reißen könnte. Dann geht's wohl hier nur hoch. Hopp. Ja, nee. Hier hoch. Nee, warte, hier hoch. So hoch. Zack. So. Weiter geht's. Keine Müdigkeit verschützen. Ist da. Nee, kein Schatz. Okay. Hier hoch. Ja. Jo, ich erinnere mich. I remember. Da lang. Da ist ein Schatz am Ende des Tunnels. Kein Licht diesmal, nur ein Schatz. Und spektrale Glyphe des Frosts.
Okay, wird mitgenommen. Matsch. Ja, erstmal untertauchen hier. Gucken, was hier unten so ist. Ein Tor, eine Röhre. Noch mehr Röhren. Viele, viele Röhren. Und eine Fährmünze. Katsching! Einmal für die Kaffeekasse. So, wieder aufwärts. Und da. Oh. Nein, 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 nein. Das war die falsche Richtung. Nein, das war die falsche Richtung. Da auch noch lang. Ja. Ach, da geht es zum Schatz. Ich will erstmal den Schatz haben. Ich reiß mir die Kohle unter den Nagel. Und hopp. Was bist du denn hier? Patsch. Was ist das? Gut, ich habe vergessen, den Hebel zu aktivieren. Das wird sich aber gleich erledigen. Nach und nach komme ich nicht mehr rüber, dann muss ich wieder ganz runter. Ist hier denn noch irgendwas? Nein, hier komme ich nicht hoch. Okay. Ja, nee, da lang nicht. Da lang. Ah, I understand. Not so smart. Au. Super. Weh. Mann. Du kommst her. Du kriegst einen Hammer vor den Kopf. Schalter umlegen und zack. Gut, gut. Das hätte schmerzhaft viel getan, wenn ich da gestanden hätte. Jetzt kann ich hier rüber. Kawabanga! Platsch. Fischgeschwindigkeit aktiviert. So. Jetzt, weil es mir einfach zu einfach ist, mache ich Stylo! Wow, das ging aber sehr schnell. Was muss ich so schnell? Da unten ist ja noch eine Münze, mein Gott! Wie viele von den Münzen wir hier finden. Was war? So, hier komme ich doch ganz bestimmt hoch. Oh, ja. Sweet. Ja, oder nicht. Danke. Da geht's nämlich hoch. Ah, da musste aber einen langen Arm machen, gerade um daran zu kommen. So. Ich muss mir jetzt so eine Bombe graben, wenn der meine kommt. Zeit, ich kann ja warten. Da kommt einer. Komm, Bämmchen. Hallo. Hey, hallo. Achso. Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Ja, komm. Alter Sprücheklopfer. Ein Schlüssel. Dankeschön. Damit öffnen wir die Tür und damit. So. Guck mal, ich hab da was für dich.
Da ist ja noch ein Hebel. Was macht denn eigentlich der Hebel? Ach, ich glaube, ich weiß, was der macht. Ja. Und für irgendwas brauchen wir das noch. Ob ich da ins Loch rein kann? Lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Nein, nein. Misst du dich? Ja, aber ich komme nicht rein. Okay. Das heißt, das geht schon mal nicht. Was denn du? Blöd. Doof, Mann. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich... Wenn ich, geht das? Lass dich dort nicht platt machen, ja? Müsste gehen, oder? Ich brauch doch diese komische Essenz. Ja, geht. Ah. Ich brauch die Kugel suchen. Für irgendwas. Ah, siehst du? Vorausgedacht. Da fährt man nämlich eigentlich. Hä, was hat mir das gebracht? Ich hätte die Kugel auch so nehmen können. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, glaube ich, oder? Hä? Ich raff's gerade nicht. Wird sich mir sicher noch irgendwie erklären. Aber erstmal hier durch. Hier brauchen wir die Kugel bestimmt irgendwo. Ich nehme sie schon mal mit. So pro forma. Ich muss noch mal zurücklaufen und das wäre auch gut. So. Aber warum habe ich die jetzt da rein? Achso, der Riese. Hätte da nicht durch das Tor gepasst. Das war, glaube ich, der einzigste Grund, warum ich das gemacht haben sollte. Ja, jetzt kann ich nämlich das Tor öffnen. Und dann ist alles cool. Was du denn hier? Komm ran auf den Meter. Nicht fertig damit. Ausweichkonter. Wenn Tod einen gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flankiert seine Reapergestalt kurzzeitig auf, um einen geringen Angriff zu starten. Okay. Die sind reif für eine Prügelei. Okay. Fähigkeitspunkt erhalten. Die Gesundheit der Kuhle. Nee. Schaden der Kuhle verursacht. Tonkraft angerechnet? Nee. Folge gesehen? Nee. Tod umgibt sich mit einem nekromantischen Schild? Bäh. Todesköder. Todesfeinde werden zu getrieben, die gerufene Gule anzugreifen. Ein von Tod gerufener Krähenschwein erscheint Kraft zu empfinden. Nee. Ich nehme erstmal bitte alles in Schaden reinbuttern. Noch ein Fähigkeitspunkt? Nein. Das ist Quatsch. So, hier kann ich hoch. Zack, zack, zack. Haha, da kannst du mir nicht folgen, Dicker. Ich bin der Coolste. Bin ich Schule. In der Schule. da geht's lang. Aber hier sind noch ganz viele Kisten. Mit Zorntränken. Kohle. Schön. Noch ein Zorntrank. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. So, der zweite Stein. Ham, ham. Und weg. Ja, kümmere dich mal darum.
Du bist. Ey. Du kannst Fragen stellen. Müsstest du doch eigentlich wissen. Zum Wächter. Wo denn sonst hin? Aber das brauchen wir denn nicht. Also echt. Komm mit. Ich zeige es dir. Habe ich jetzt eigentlich schon alle Materialien? Das würde mich ja mal interessieren. Wo kann ich denn das einsehen? Wenn ich schon alles habe. Na, offensichtlich. Das vergisst man von Spielstand zu Spielstand. Ich muss mal hier verbessern. Kann man was opfern hier. Opfer bitte. Okay. Durchklar. Gesundheitbrücke. Zornbrücke. Gesundheitbrücke. Zorn. Durchschlagsahn. Fleischsahn. Ich würde sagen Zornbrücke. Nice. Die Sensen sind immer besser. Wir finden aber natürlich noch mehr besessene Waffen. Mehr hier. Stumpf. Ich platt mit meinem Hammer. Freund. Hast du? Ja. Okay. Meine Reaper-Gestalt hebe ich mir einfach mal. Ja, ja. Dies ist der Moment, in dem sie Bekanntschaft mit dem Hammer machen. Ja. Tut auch, sagt auch mal was, das finde ich ja episch. Oh nein, komm. Achso. Ja, klar. Okay. Aber was bringt mir das jetzt? Ich kann auf den ganz normalen Weg zurückgehen, oder nicht? Oder wie? Weil da konnte ich vorher auch schon lang. Achso, nee. Ich muss ja die Tür aufmachen. Richtig, richtig. Da war ja was. Da war ja etwas. Ich muss ja die Tür öffnen. Na gut. Ach ja, das ging ja auch. Der coole Abkick. Ich schon wieder. Gut, okay. Ah! Boah, Alter, wir kriegen echt einen Überschuss an Münzen hier. Mach voll. So, hier hoch, da hoch. Da rein? Ja, da rein was, glaube ich. Komm, spring weiter. Diese Tunnel erinnern mich, falls es jemand kennt, an Ratchet & Clank. Weiß aber nicht, an welchem Teil. Da gab es so ein ähnliches Tunnelsystem, da musste man Schleimviecher bekämpfen und von denen kann man irgendwie immer Punkte oder Geld oder irgendwie sowas bekommen. Mein Gott. Und da konnte man sehr gut farmen für die Waffen, die man brauchte. Ich habe immer alle meine Waffen zusammengefarmt. Das war sehr geil. Ratchet & Clank. Super Spiel. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Der Server ist hier weg. Warum ist denn das Lava weg? Achso. Ja, da war das Lava. Weil Wasser geflossen ist. Dumme Frage. Oder waren es doch nur zwei Steine? I'm not sure. Ich glaube, es waren drei. Waren es drei? Es waren drei. Da steht jetzt natürlich in festen Steinen, ne? Schon in Ordnung, ich hab dich. Ja. Dann los. Ja, Moment. Bevor wir hier weitermachen, wir haben zwei Steine komplett. Einer fehlt uns noch und ich würde sagen, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ja. Ciao. Wir erwecken beim nächsten Mal übrigens den diesen hier. Das. Hier. Das Ding so. Das hier. Den Kollegen. Ne? Alles klar. Bis dann. Ciao.